Ja, hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Galerians. Wir sind auf CD2 angekommen und ich würde mal sagen, also wir müssen ja Start drücken, stimmt ja. Wir machen jetzt weiter. Hoffe zumindest, dass ich nicht noch CD1 einlegen muss hier. Das wäre etwas doof. Aber na gut, wir laden einfach mal. Mal gucken. Und. Er lädt. Okay, gut. Haben wir schon mal richtig gehandelt, indem wir CD2 hingelegt haben. Phase C. Babylon Hotel. Oder wie man das ausspricht. Na gut. Kann ich denn... Ach so, ich muss drücken. Stimmt ja. So, jetzt habe ich gedrückt. Ich wollte gucken, wo die Karte ist. So, ich würde mal sagen... Ich lese jetzt mal, der einzige Speicherpunkt in diesem Abschnitt befindet sich hinter der Tür neben dem Fahrstuhl. Also solltet ihr nach der Einführungssequenz darüber nachdenken, ob ihr euren Zustand abspeichert oder nicht. Reden wir den Empfangschef, damit er euch ein Zimmer gibt. Okay, dann machen wir das mal. Falsche Taste immer zu. Meine Güte. Da ist er doch. Herzlich willkommen im Babylon Hotel. Ein Einzelzimmer? Wohnt hier ein Mädchen namens Lilia? Lilia? Nein, hier wohnt niemand, der so heißt. Die Zimmernummer ist 302. Aha. Doch bevor ihr dann auf euer Zimmer geht, startet ihr den zweiten Stock einen Besuch ab. Okay, das heißt ja dann wohl... Ich sehe wieder so wenig, weil ich den Fenstermodus spiele, aber... Deswegen der Komplettlösung ein bisschen besser hier und... Ah, ne. Schon wieder dieses Scheiß... Dingens, dieses Scheiß... Karten. Das bin ich auch nicht mehr gewöhnt. Ich habe schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Na gut. Im Gang ist selbst die Uhr von der Bedeutung, untersucht den Raum doppelt, damit ihr einmal den Zimmernummern herausfindet und zum anderen hineingehen könnt. Stehe ich zwar nicht, aber ich mach's einfach mal. Was soll jetzt eigentlich hier los? Zimmer 204. Es ist abgeschlossen. Es rührt sich nicht. Gehen die Räume 203 und 206 und versucht euch zu merken, wo sie sich befinden. Im Anschluss daran lauft ihr nach oben in das dritte Stockwerk, wo sich euer Hotelzimmer befindet. 203 und 206. Zimmer 203. Ich störe mich nicht. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich muss nämlich die Welt verändern. Was war das für ein Typ? Ja. Geile Scheiße. Was war das denn für ein Typ? 206. Noch rein. Zimmer 205. Das merke ich mir nie. Das merke ich mir nur nimmer. 202. Was ist das? 206. Hier rein. Ich gebe dir, was du willst. Geh darüber. Darüber. What the fuck? Was war das denn für ein Typ? Oh mein Gott.
Was sind das denn hier für schräge Gestalten? Meine Fresse. Okay, wir gehen erstmal in unser Zimmer. Bevor euren Zimmer ein Besuch aufstattet, geht in die Zimmer 3. Okay, erstmal ein dritter Stock. Bevor euch zum... geht in die Zimmer 304 und 303. 304 erstmal. Zimmer 304. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr weiter. Okay. What the fuck? Egal. Ich höre nicht nach. Zimmer 303. Hey, Verschwende. Willst du auf dem Friedhof landen, oder was? Moment mal, ich suche nur jemanden. Verschwinde lieber, wenn dir dein Leben irgendwie lieb ist. Moment! Komischer Typ. Na gut, also man soll noch ein zweites Mal reingehen, so. Hey, du bist ja immer noch da. Okay, na gut. Geht in euer Zimmer mit der Nummer 302. Schaut euch die Sequenz an, die anfängt, sobald ihr das Zimmer betreten habt. Okay, mach ich. Na gut. Komm. 305. Das ist die 302. Na. Hier 302. Ah. Lilia, wo bist du? Warum rufst du mich denn nicht? Hier ist der Empfang. Wenn Sie Hilfe brauchen, wählen Sie die 9. Vielen Dank. So, Ryan, jetzt wirst du uns nicht mehr entkommen. Danach begibt ihr euch in das Badezimmer und untersucht den Spiegel. Okay. Ich mache einfach mal. Und Spiegel untersuchen. Zu ihren Diensten. Zimmer 306. Danach begibt ihr euch in das Badezimmer. Anschließend aufsitzen Zimmer 306 und betretet es. Wo war das jetzt nochmal? ich weiß nicht mehr. Guck mal einfach mal. Warum musste ich das nicht kämpfen? Kämpfen. Naja. Zimmer 305, nein. 303. 304. Ich bin falsch. Ich bin sehr falsch. 306. Hier. Was machst du hier? Ich suche jemanden. Wie heißt du? Ryan. Ryan Steiner. Naja, ich muss dich das einfach fragen. Auch wenn du ganz nett aussiehst, das wirst du sicher verstehen. Wenn ihr ausgeworfen werdet, geht einfach wieder hinein. Na gut. Tja. Was denn? Der Typ hat mich irgendwie so an den Türk erinnert, warum auch immer. Ich weiß nicht wieso, warum der mich an den Türk erinnert. Na gut, ich drück mal eben was während der Zwischensequenz. Oder auch nicht.